Hallo zusammen, salve a tutti. Es kommt der Freitag, DAX. Wir haben den 7. Mai und es ist 17.36 Uhr. Und da kam gerade eben nochmal ein richtig fetter Kaufbasket rein. Der hat dem DAX eben nochmal 20 Punkte gebracht. Und wenn ich das richtig sehe, steht er bei 15.399,65. Das müsste auch der Schlusskurs sein. Erstmal ganz, ganz, ganz lieben herzlichen Dank. Ich habe seit heute 3.000 Abonnenten auf YouTube. Ich mache ja keine Werbung dafür, das ist alles Mundpropaganda, finde ich wegklasse. Vielen, vielen Dank, vor allen Dingen für die ganz vielen freundlichen Kommentare und die Likes. Ich habe also ganz wenig Probleme da an dem Kanal. Einem muss ich besonders danken, das ist der Herr Schmidt. Der macht immer regelmäßig Kommentare, da warte ich schon drauf. Und das sind schöne Kommentare, konstruktiv, freut mich sehr. Also Herr Schmidt, wenn wir uns mal irgendwann treffen, ich weiß ja nicht, wie Sie aussehen, aber Sie wissen, wie ich aussehe, dann First Beers on my tab. Ich freue mich über jeden Kommentar, wirklich ganz toll, vielen Dank. Das zweite ist, ich hatte neulich einen Film gemacht, 66 Aktien in einem Clip. Das war die wöchentliche Sicht. Und da haben mich jetzt einige darauf angesprochen, ob ich nicht mal so ein Update machen kann. Das ist ja jetzt schon, ich glaube, 2 Wochen her. Ich versuche das heute werde ich es nicht mehr schaffen, aber am Samstag oder Sonntag zu machen. Und dann, ich hatte neulich wieder ein Webinar und es kam immer wieder die Frage, wer handelt besser, Männer oder Frauen? Ich weiß gar nicht, was dieser Geschlechterkampf soll. Mir ist es völlig egal, wer mein Counterpart ist. Ich habe auch eine Antwort drauf, aber ich werde dazu keinen besonderen Film machen. In den Webinaren sage ich es eigentlich dann meistens, wenn ich gefragt werde. Aber ich habe überlegt, weil es ist mir aufgefallen, bei mir ist die Quote ungefähr so 60% Männer, 40% Frauen. Und wenn da so viele Männer sind, dann trauen sich die Frauen oftmals nicht zu fragen. Ich weiß gar nicht warum, ihr habt keinen Grund, euch zu verstecken. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich ein Webinar mache, nur für Frauen. Wenn da also Bedarf besteht oder ein Wunsch, dann schickt mir doch ein Mail auf info@schlegel-trading.com. Dann organisiere ich mal so ein Ding über Skype, ja, also als Webinar. So, Allah, gehen wir mal Lunze, was der Markt macht. So, hier ist er. Tageschart, sprich eine Kerze, ein Tag. Ich will ihn erstmal ein bisschen aufräumen. Und zwar, wir haben diese Fibos hier gehabt, von der Bewegung von März hoch bis zum All-Time-High. Die haben ihren Zweck mehr als erfüllt. Ja? Wir sind hier einmal drauf, da drauf, auf das 38er. Wir haben hier das 61er gesehen. Wir sind da deutlich drüber. Die haben momentan keine Verwendung mehr. Ich nehme die raus. Ich mag ja den Chart möglichst glatt, möglichst sauber zu haben. Dieser Downtrend, können wir uns auch sparen, ist Geschichte erstmal. Es ist so, dass ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der letzten Woche. Wir waren hier unten und ich habe dann ja dann, was ist das hier? Ist Freitag, Donnerstag, Mittwoch. Ich habe am Mittwoch diesen Film gemacht, also am Wochenende erstmal den, wo wir hier schön draufgelegt haben. Am Mittwoch den Film, wo ich sagte, Rücklauf sollte jetzt kommen oder auf zum Rücklauf habe ich es genannt. Wir haben die 20-Tage-Linie als Widerstand gehabt. Wir hatten diesen Downtrend hier als Widerstand. Das war das 61,2er. Perfekt hingelaufen. Da kam auch noch dieser Trend auch noch dazu. Perfekt hingelaufen, korrigiert. So, und jetzt nimmt der Bursche nochmal richtig Fahrt auf. Und das ist das, was ich ganz gut finde hier momentan. Der hat eine enorme Beschleunigung. Also die Akzeleration, die ist schon von allergrößter Sahne. Wir sind weiterhin positiv oder wurden wieder positiv im MACD. Stochastik ist in Ordnung. Da ist nichts zu wollen. Wir haben dieses, jetzt hole ich wieder das, wo ist es denn, mein Fadenkreuz rein. Wir haben dieses Niveau hier, was wir hier hatten, das hatte ich auch am Mittwoch beschrieben, haben wir auch pulverisiert. Und das ging nur über Nacht. Das habe ich gesagt am Mittwoch sowas. Wir haben hier ein Gap von, was waren das, 150 Punkte oder sowas, ja, von gestern auf heute. Sowas geht nur über Nacht. Während des Tages halten da zu viele dagegen. Aber über Nacht geht sowas. Ja, und jetzt sind wir erstmal frei. Den einzigen Punkt, den wir haben, ist vom 19.04. das All-Time-High bei 15.501. Und er hat eine sensationelle Chance, das rauszunehmen. Ist ja heute schon gut gelaufen mit den 1,57%, was er gemacht hat. Wir handeln jetzt im Moment bei 15.407. Das sind noch nicht mal 100 Punkte. Das macht er in einer Viertelstunde, wenn es ihm gut läuft. Ungefähr so wie der Nasdaq heute. Auf einmal, zack, 100 Punkte hoch. Also der hat locker die Chance. Es gibt hier oben 2 Widerstände. Das eine ist eben das angesprochene All-Time-High und das verbindet sich am Montag mit dem oberen Bollinger Band. Deswegen ja, vielleicht gibt es da einen Doppeltop, das weiß ich aber nicht. Dazu fehlt mir der Beweis. Aber der sieht momentan gut aus. Der hat Fahrt aufgenommen.
Es ist, also mir gefällt der grundsätzlich. Ich gebe dem, sagen wir mal, 65 zu 35 Chance, dass er hier oben rausgeht. Also Short gehen würde ich dir noch nicht. Short gehen im Prinzip erst, wenn wir hier drunter sind, unter dem alten 61,8er von dieser Bewegung hier. Von dieser Bewegung, von da nach da. Ja, aber das sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, der Markt hat seine Schuldigkeit getan. Es wurden viele Shorts, die von hier oben irgendwo Shorts mal endlich mal belohnt. Aber ich habe also auch festgestellt, dass dieses hier, dieses Sentiment, das war wieder den ganzen Tag im negativen Bereich. Den ganzen Tag. Es ist ein sensationeller Kontraindikator. Mal zu den Scheinen. Aber wie gesagt, ich bin schon der Meinung, der kann hier drüber gehen. Ich würde jetzt heute und hier, ich gehe also in das Wochenende fast ohne Position, nur in Einzelwerten habe ich welche, ich habe nichts im Index. Ich möchte gerne mit der neuen Position warten, wenn wir hier mit wenigstens einer Stundenkerze über dem All-Time-High sind, also über 15.501, dann überlege ich das nochmal. Ich gebe ihm jetzt nicht bis 16.500 oder so, um Gottes Willen, aber wenn er hier durchgeht, die Stops werden 20 Punkte höher liegen, 25 Punkte vielleicht. Also so sagen wir mal ganz groß bei 15.530, wenn er das rausnimmt, dann haut er da nochmal 2-3% drauf. Darüber bin ich mir relativ sicher. Ich habe mich für diesen Call hier entschieden. Das sind 14.762er. Da sind wir also hier nochmal ein bisschen drunter. Für den Fall, dass, ich kann es nicht sagen, da irgendwas passiert, hat man noch genügend Zeit, den zu stoppen. 14.782,20. Das ist ein 25er Hebel, das ist also kein Kinderfasching, das ist schon eine ordentliche Position. Und das ist die GH3ZZC. Dann vom Put, ja, den muss ich jetzt definitiv weiter weglegen. Und da tue ich mich momentan schwer, was zu finden. Tatsächlich, ich würde ihn nicht vor 16.000 suchen. Ich würde sowas hier nehmen. Das passt auch. Das ist auch ein 25er Hebel. 16.022. Weil wie gesagt, wenn der hier drüber geht, macht der nochmal ordentlich, gibt er vielleicht nochmal 200, 300, 400 Punkte Gas. Also Short gehen, heute, hier und jetzt, halte ich für riskant. Ich werde negativ erst, wenn wir diesen Bereich hier unterbieten. Ja, diese 14.800. Es gibt nur ein Gap im Chart. Ach, von wann war denn das nochmal? Das war bei 14.621. Irgendwann wird es auch nochmal geschlossen, aber ich glaube jetzt nicht in dieser Bewegung. Also dieser Put hier, das ist die GH1PLV. 16.022 liegen wir hier hinten, aber damit, ich glaube, mit dem Kauf desselben kann man warten. Also das muss jetzt nicht gleich passieren. So, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Und nochmal vielen Dank für die vielen Likes. Das ist Lob und Ansporn gleichermaßen. Alles Gute, bye bye, ciao.